Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich möchte Ihnen heute gerne erklären, wie wir in Aachen gemeinsam durch die Corona-Krise kommen, wie wir Sicherheit erhöhen und trotzdem möglichst viel Einzelhandel, Geschäfte jeglicher Art offen halten wollen. Im Übrigen bedauere ich sehr, dass die Landesregierung beschlossen hat, zum Wochenende wieder schärfere Regeln einzuführen. Ich halte dies für den falschen Weg und keine nach vorne gerichtete offensive Strategie. Wie wollen wir also in Aachen vorgehen? Wie ist heute die Situation im Vergleich zu vor einem Jahr? Wir haben heute die Lage, dass ein großer Teil älterer Menschen, Gott sei Dank, bereits geimpft worden ist. Wir haben zweitens die Situation, dass auch Menschen erkrankt und wieder genesen sind, aber Antikörper haben und somit vor dem Virus ebenfalls geschützt sind. Und wir haben Hygienekonzepte, die wir in den letzten Monaten auch weiter optimiert haben. Das heißt, wir können den März 2021 nicht mit dem März 2020 eins zu eins vergleichen. Wir haben übrigens auch in unseren Krankenhäusern ausreichend Kapazität, um Corona-Erkrankte, die es leider weiterhin geben wird, ich hoffe mit geringer Zahl, auch gut versorgen zu können. Ein Wort zunächst zu unserer Teststrategie. Wir haben in Aachen ein kommunales Testzentrum, das an Werktagen von 8 bis 10 Uhr und abends 17 bis 20 Uhr und dazu Samstag von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet hat. Es läuft hervorragend an. Bitte vereinbaren Sie online über unsere Homepage oder auch telefonisch über die Corona-Hotline der Stadt 642-1950 einen Testtermin. Damit schaffen Sie Sicherheit für sich und unsere Stadt. Ich habe im Weiteren allen unseren Schulleitern angeboten, dass wir ab kommender Woche in den Schulen durch die Schüler kinderleichte Selbsttests durchführen können. Das heißt, die Kinder nehmen einen einfachen Abstrich im vorderen Nasenraum und es können sofort festgestellt werden, dass die Kinder hoffentlich negativ getestet sind. Im anderen Fall müssen wir schnell reagieren. Wir können so Infektionsketten vermeiden. Die Alternative wäre, dass Tests mit nach Hause gegeben werden durch die Schulen. Ich bevorzuge klar die erste Variante, aber am Ende entscheidet der Schulleiter, welche Lösung realisiert wird. Ab kommender Woche stehen hier für unsere Schulen mehrere Tests zur Verfügung, die wir bis Ostern einsetzen können. Für unsere Geschäfte will ich eine Lösung, die heißt, wir wollen den Platz nutzen, wir wollen möglichst alle Geschäfte öffnen und nicht, wie die Regierung des Landes es vorgeben möchte, dass wir den Einkauf auf wenige Geschäfte reduzieren, damit mehr Menschenansammlungen ja zwangsläufig produzieren. Wie ist unsere Strategie? Die heißt am Samstag zum Beispiel, wir erweitern den Wochenmarkt räumlich, wir geben mehr Anbietern Raum und wir verlängern die Zeiten von 8 Uhr dann bis 17 Uhr. Insofern können Sie entspannter auf dem Wochenmarkt einkaufen, haben ein größeres Angebot und mehr Platz, um Abstand halten zu können. Ich wünsche mir sehr, dass Sie weiterhin auch den Einkauf im Einzelhandel in Aachen nutzen. Leider müssen wir jetzt durch die Vorgabe des Sozialministeriums und Ministerpräsidenten auf Click and Meet umstellen. Das heißt, Sie müssen gerne auch kurzfristig einen Termin mit Ihrem Geschäft vereinbaren, können dann trotzdem weiterhin einkaufen. Die räumlichen Vorgaben sehen so aus, dass Sie dann auch im Geschäft ausreichend Platz haben, um auch hier zu viel Nähe auch zu vermeiden. Aber bitte bleiben Sie unseren Einzelhändler treu in Aachen, unterstützen Sie sie, gehen Sie auf die Einzelhändler zu, vereinbaren Sie gern auch sehr kurzfristig einen Termin, nutzen Sie Click and Meet, damit wir unsere Geschäfte in Aachen auf diese Art und Weise offen halten können. Ich appelliere weiter an den Ministerpräsidenten und Sozialminister, auch Chancen zu eröffnen, dass unsere Restaurants wieder offen sein können. Ich bin absolut sicher, dass in Restaurants mit Abstand, mit Mundschutz bei Bedienungen gut und sicher ohne Infektionsgefahr gegessen werden könnte. Bis dahin, bis diese Einsicht eintritt, appelliere ich ebenso an Sie, nutzen Sie die Hol- und Bringdienste unserer Restaurants, unterstützen Sie diese, die brauchen dringend Ihre Unterstützung und uns tut gutes Essen unserer Restaurants, gerade in dieser aktuellen Corona-Krise mit Sicherheit ebenfalls sehr gut. Ich habe abschließend die Bitte an uns alle, bleiben wir vorsichtig, halten wir Abstand, beachten wir Hygieneregeln,
aber auch die Bitte an die politischen Verantwortlichen der Landesregierung, helfen Sie mit, dass wir eine Vorstrategie haben, die Leben bei uns möglich macht und nicht simpel den Lockdown des letzten Jahres wiederholen. Wir brauchen keine rückwärtsgewandte, sondern eine vorwärtsgerichtete Politik, die es hilft, unsere Städte attraktiv zu halten und nicht das Leben abzuwürgen. Deshalb wünsche ich mir sehr, dass Aachen weiterhin belebt bleibt mit allen Sicherheitsmaßnahmen, die wir hier auch ganz konsequent umsetzen. Und liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, helfen Sie mit, dass wir gemeinsam dieses Ziel der Vorwärtsstrategie in Corona-Zeiten schaffen, dass wir es schaffen, mit Corona zu leben.